Training in der spanischen Hofreitschule zu Wien. Die weißen Lipizzaner erlernen hier alle Gangarten der hohen Schule. Arbeit am langen Zügel. Das Pferd reagiert lediglich auf Zügel und Gerte. Levade. Die Ballotade. Erst nach 4 Jahren bringen es die Pferde zu einer so vollkommenen Beherrschung ihrer Bewegungen. Heumat in den deutschen Bergen. Auch die Alten helfen wieder fleißig mit. Der Bergbauer sein Heu ein. Albanischer Alltag. Bauern auf dem Wege zum Markt. Der Gärten und Felder. Hier schult die Hitlerjugend den Nachwuchs für die deutsche Kriegsmarine. Einsteigen zum Kutterrennen.
letzter Kraft dem Ziele entgegen. Das ist der Das ist ein Ausschnitt aus dem neuen deutschen Fangturnfilm Große Freiheit Nummer 7. Ja, piep, piep. Jetzt habt ihr euren Dreck los und ich hab wieder Blut. Naja, das sind nun mal eben so die Gefahren der knüsseligen Seefahrt, nicht? Oh, der Hund. Hindernisrennen auf einem Sportfest deutscher Soldaten hinter der Front. Die Strecke lässt an Hindernissen nichts zu wünschen übrig. Dann schwimmen wir schon lieber. Das letzte Hindernis ist genommen. Das lohnt die Anstrengung. Landschaften des Krieges. Karpatenpass in der Morgendämmerung. Die Morgennebel liegen noch im Tal, als die Truppe sich zum Aufbruch fertig macht. Es ist ein Hundewetter. Waldbrand an der Westfront nach einem Fliegerangriff. Antlitz einer zerstörten Stadt. Volle Deckung, Tiefangriff. Italienische Kriegslandschaft. Vierlingsblatt in der Abwehr eines Tiefliegerangriffs. Mehr geleitet. Unter dem kalten blauen Himmel treiben die weißen Schollen. Leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge schützen den deutschen Verband. Alarm! Artilleriekampf mit sowjetischen Küstengeschützen.
Der deutsche Geleitzug nebelt sich ein. Deutsche Schlachtflieger im Osten. Abkippen zum Sturz auf die Feindziele.